Ja klar, der Beat Feutz. Ich hoffe, er hat kurz Zeit. Ich probiere es gerade mal. Feutz? Hoi Beat! Gut, dass ich dich gerade verwünsche. Du kennst ja die WM-Strecke hier, oder? Hier in Courchevel. Hey, ciao Marc. Ja, natürlich kenne ich die. Wieso? Was brauchst du? Ja, eigentlich alles. Und du kennst ja immer die Stellen, die so entscheidend sind, die du immer so gut verwünschst. Jetzt, wo du nicht mehr aktiv bist, würdest du mir die verraten? Ja, ein paar Tipps kann er natürlich geben. Wie stellst du das vor? Wie sollen wir das machen? Ja, am besten direkt live auf der Piste. Sonst treffe ich sie ohnehin wieder nicht. Und muss eh grad los. Ja, gut, da ist schon wieder recht. He? Ja, also ich bin live dabei. Ist gut. Also, es geht los. Ja, bist klar, du bereit? Ich bin bereit. Ich hoffe, du auch. Mach die Schuhe gut zu und ja, gehst ein bisschen Gas gleich ab dem Start, gell? 3, 2, 1. Und die Abfahrtsstrecke nehmen wir in Angriff. Ja, am Start. Schon mal schauen, dass man gut wegkommt. Ja, gute Stockstöße machen am Start. Das Tempo ist richtig, oben ist flach. Und beim ersten Sprung geht links abziehen. Engste Linie. Papa, yeah, Eclipse! Das ist der Sprung hier. Jetzt passt. Oh, da muss man eng dran sein. Annika. Ja, überall eng fahren hier. Die Ausfahrt auch. Yes. Achtung, das nächste Tor ist blind und nachher schnell umlegen und unruhig ist es. Schön hoch bleiben. Aber jetzt auch nicht hoch. Jetzt kann ich schiessen lassen, gell? Jawohl, Tempo macht jetzt flachen. Achtung, nochmal eine kleine Welle. Yeah! Schön gleiten über das Flache. Sehr schön. Schönes Tempo mitnehmen. Tempo machen, beim zweiten Sprung ein bisschen nach rechts und schön springen. Yes! Springen macht Spass! Und jetzt in Position. Schön vorziehen. Okay, alles in Position fahren. Achtung, es wird dunkel. He? Da ist das dunkle Loch. Wow! Lecker ist das dunkel da. Ja, das macht nichts, das passt schon. Jetzt kommen technische Passagen. Immer schön eng bleiben, schön hoch. Achtung, jetzt aufpassen. Das nächste Doppel rechts ist matchentscheidend. Okay. Schön hoch rauskommen, sonst ist nicht gut. Okay, voll drauf. Nicht ganz ideal gewesen. Ei, da bist du mir zu tief. Das war nicht optimal gewesen. Aber ja, weiterkämpfen. Komm, weiter. Einfahrt-Zielschuss. Nochmal konzentrieren. Ja, schön hoch drauf. Was ist wichtig ja, im Zielhang? Schau, dass du schnell kannst umlegen, gute Höhe hast und dann kannst du Tempo mitnehmen, Zielschuss. Okay, die Höhe habe ich. Und jetzt abstechen. Oh, das wird ja, das ist gut. Und jetzt den Zielsprung ein bisschen nach rechts, das Gelände ausnutzen, sodass du nachher ein super ins Ziel machen kannst. Ja, ich versuch's. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, und souverän. Du? Gut ins Ziel geschafft. Das war doch gar nicht so schwierig gewesen. Wow. Ihm einen Ski weggehauen. Trotzdem, er ist immer mal wieder für erstaunliche Überlegungen gut. Trotzdem hat er, sagte er dann, Vertrauen gewonnen in diesem gestrigen Training. Weil bis zu diesem unglücklichen Moment, als er den rechten Ski verlor, war er gut unterwegs. Da muss immer das Positive rausnehmen. Gerade auf ein WM, auf das WM-Rennen her. Da kann man nicht, da macht es keinen Zweifel leiden. Oh, der ist weiter locker durchgezogen. 129,2. Gutes Tempo. Im zweiten Training Paris 131 mit der bisher gemessenen Top-Geschwindigkeit. Ist jetzt allgemein von der Linie her ein Spürchen höher gefahren, die Passage. Tempo gut, aber Rückstand angewachsen. Jockeysprung. Nächste Kurve, die drückt recht. Da kommt man schnell, hat gerade noch einen Lichtschattenwechsel. Vorhin fährt das geschmeidig durch. Das schwarze Loch. Trunwag heißt diese Passage hier. Jetzt dieses Doppeltor, auf das auch Beat Feutz dich hingewiesen hat während der Kamerafahrt. Ja, das hat er super ehrliche Linie gehabt, wie vorher Florian Schieder. Da nochmal ein Lichtschattenwechsel. Ja, ein guter Speed drauf. Da war vorher auch, wo der Florian Schieder viel mehr Druck hatte. Wieder der Russische geflattert. Da ist mir ja gestern abgezwackt. Bei der Einfahrt in die Mürde auf die Mauer der Mutigen, die den Zielhang einleitet.
Ryan Kopfensiegel scheitert an der Zeit von Florian Schieder und auf dieser Strecke hier bisher überhaupt nicht zurechtgekommen. Im Super-G 27. In den Trainings, ja, das erste ging noch einigermaßen, aber dann im zweiten ein Tor ausgelassen, gestern auch im Abschlusstraining 27. Es war noch nicht der Auftritt von Baumann auf der Eclipse. Ja, vielleicht schafft er es heute zu überraschen. Er ist ja nicht so der Brachialfahrer, sondern eher der, der es mit Gefühl macht, aber trotzdem. Sagen an den Trainer, er muss drüber gehen, sonst marschiert der Ski nicht. Er haltet er mit. Routine bringt er mit. 9. Weltmeisterschaft für ihn. Allerdings hat er mehr WM-Rennen auf der technischen Seite bestritten. Dritter bei dieser Zwischenzeit. 0,37 Rückstand liegt er auch hinter Seyerstedt. Da zeigt sich heute die beste Fahrt. Das Mittelding jetzt genau auf die Linie gesprungen. Das passt auch. Ja, heute, man sieht auch, versucht immer wieder die Arme unter zu nehmen. Legen einen drauf, jetzt ist das schwierige Tor, wo die anderen vorher ein bisschen versetzt haben. Da kommt er durch. Zeit gut gemacht, Einfahrt, müde Kaff. Lässt sich da Zeit? Ja. Kann er das aus Gefühl walten lassen? Da ein bisschen weit runterkommen jetzt dort. Ganz eine andere Linie als der Seyerstedt vor ihm hatte. Also definitiv die beste Fahrt bisher auf der Eclipse, aber der letzte Sektor, der war wohl... Und Ottmar Schriedinger kommt vor seinem Landsmann Griechmeier. Erster eines österreichischen Dreierpacks. Man hat einen großen Teil der Fahrt von Schriedinger nicht gezeigt, weil man uns oder mal bei den Vorbereitungen eingeblendet hat. Nehmen wir natürlich gerne, aber Schriedinger ist schnell unterwegs, nämlich genau gleich schnell wie Schieder. Jetzt sogar ein bisschen vor dem Italiener, der immer noch mit der Bestzeit zu Buche steht. Weiter Sprung ins Tournois. Ja, und er hat es in der Regel nicht so gern, wenn es dunkel ist und unruhig. Das heißt, er muss sich jetzt da überwinden. Und fährt da jetzt sehr eng rein. Es gibt verschiedene Linien, die heute hier zum Ziel werden führen. Ich muss auch hier wieder kompakt sein. Einfahrt im Zielhang. Enge Geschichte zwischen Schriedinger und Schieder. Einfahrt, Mühe de Brav, so wichtig, um hier möglichst viel Tempo aufzubauen für den ganzen Schluss. Oh, da wird er! Da bleibt er ab! Top 10 in der Mitte. Vincent Griechmeier, Weltmeister in Cortina. Dreifacher Saisonsieger. Sieger letztes Jahr bei der Hauptprobe hier. Wer weiß, was durchgeht. Entschlossene Körperhaltung. Hin zur Höchstgeschwindigkeit und zur ersten Zwischenzeitmessung. Guter Start. Geschwindigkeit, naja, nicht ganz so hoch. Da hat er gut umgeleitet. In der Perspektive hat es sehr gut ausgesehen. Viel Zug mitgenommen in den nächsten Abschnitt rein. Bei ihm ist immer so ein bisschen die Frage, bringt er die nötige Gelassenheit her? Bei ihm ist so ein bisschen der Hang auch zum Übertreiben. Jockeysprung. Geht weit. Da kann man etwas gut machen gegenüber einem Schieder. Wir können die Position da wieder. Ja, aber Schieder hält da. Oder hielt, als er gefahren ist. Gut mit Achtung! Oh, oh, oh! Gerade am dünkelsten Ort. Hätte er den Schneider gehabt. Ja, da fährt er noch frech auf Zug rein. Oh, sehr hoch. Vielleicht kann er jetzt natürlich von da, kann er es früh abziehen. Früher wieder ein bisschen Position geht, zahlt sich das aus. Hat bei dieser vierten Zwischenzeit ein bisschen etwas investiert, mit der Idee, dass er hier vorbeiziehen kann. Bezüglich Speed scheint das zu funktionieren. Was sagt die Zwischenzeit hier? Ja, aber es ist eine enge Geschichte. Ja, das passt da. Ja, da hat der Zug drauf. Jetzt noch einmal umlegen. Ja, ich glaube, das ist die Linie, die man sucht. Gleich aber das wird eng.
Reicht das? Wow, Vincent Kriechmeier! Nein, es reicht nicht! Schieder bleibt vor Kriechmeier. Mit Schieder gerne andersrum gewünscht. Daniel Hemetsberger, dritter Österreicher in diesem Dreierpack. Auch er gehört zu den Podestfahrern in diesem Winter. Zweiter in Lake Louise. Nicht ganz so konstant. Nein, das ist ein bisschen sein Problem. Da kann er glänzen. Gilt ja auch nicht als risikoscheu. Ja, hat für seine Risikobereitschaft auch schon ziemlich teuer bezahlt. Einige Verletzungen bereits erlitten. Ja, jetzt bin ich gespannt für die nächste Zeit. Ist ein bisschen tiefer gewesen überall, aber es funktioniert auch. Schau da dran. Da oben ergeben sich kaum Differenzen. Das ist, das hat es auch vorausgesagt. Das ist schwierig, da den Unterschied zu machen. Aber. Umso mehr wichtig, jede einzelne der vielen Kurven, die es hier hat. Guter Abschnitt von Hemetsberg. Ja, da jetzt, wo der Windfahrer seine aus Malheur hat, ist er gut durchgekommen. Ja, man sieht es auch, wie die Ski durchschlägen, wie man drauf gehen muss. Kann die ganz enge Linie nicht halten. Manchmal ist auch ein bisschen Glückssache, wie man die Schläge dann auch trifft. Er nimmt guten Speed mit. Da ist wirklich, wenn man da von hinten kommt. Oh! Nein, jetzt muss er tiefer durch. Auch hier mit einem kleinen Fehler. Ja. Wie Kriechmeier, nicht die gleiche Passage? Nein, alle Österreicher bis jetzt immer einmal so der Ski weg seitlich. Mit einem Schlag drin. Hemetsberger, erste WM-Abfahrt, es ist so dermaßen knapp. Hemets ist schwankhaft, aber je näher die WM kam, desto stabiler ist er geworden und hat sich dann ja auch in Kitzbühel diesen Podestplatz geholt. Skispitzen in die Falllinie, hat er selber in unserem Vorprogramm noch gesagt, das ist sein Rezept. Speed generieren, das kann er dermaßen gut. Springt nicht so weit da oben. Ich hoffe mal, dass er da den Sprung schön gedruckt hat auch, dass es auf das zurückzuführen ist. Das ist Abschnitte für ihn da oben, da muss er ihn antrocken. Auf die Linie, jetzt die Position rein, komm. Ja, das frech war aber... Ja, aber... Ach, das läuft. Gute Geschwindigkeit, aber etwas grosser Rückstand. Jockeysprung. Ja, Geschwindigkeit nehmen wir jetzt mit. Ein Schnappschnitt, da kann man etwas gut machen. Gegen den Florian Schieder, ja, da ist er dran. Lass den Ski marschieren. Oioioioioi! Ein super Abschnitt von Hintermann. Ja, jetzt läuft der Motor. Jetzt die nächste, komm, mutig reinziehen. Ja, wählt die enge Variante. Und Spur gleich heben. Schön. Noch näher gekommen. Die ist wichtig. Ich drücke ihn ein bisschen, aber lass den Ski laufen. So, komm, die Hände führen. Wo steht er da? Ja, wieder etwas eingebüßt. Kann man das gut machen? So, einfach, der Kaff. Der Topspeed, den will er doch, oder? Den hat er oben gehabt, jetzt nochmal. Komm, jagt den Zähler rauf. Ja, ja, hat er den Topspeed. Aber 13. Wir sind etwas gut. Die Linie wird weit. Nils Hintermann, es ist da der dritte Zwischenraum. Verdrängt Daniel. Spiel der vierfache Saisonpodestfahrer Marco Odermann. 8 Podestplätze sind es insgesamt. Auch bei ihm fehlt ja noch der große Sieg in dieser Disziplin. Nur hat er im Unterschied zu Johann Klage noch viel, viel Zeit. Nein, würden wir nicht gleich. Oh, komm, schnell wird ein Stück runtergenommen. Ich glaube, heute lautet das aus da. Viel weiter geflogen beim Zenitsprung oben, viel weiter als Hintermann. Erste Zwischenzeit. Und ja. Ist er dabei. Jetzt da, schön drauf, komm. Ja, da kann er ihn hoch durchziehen, das nützt ihm jetzt. Kann er da oben abstechen, ein Stück kann wieder runter nehmen. Komm jetzt gar nicht. Lang den Ski laufen. Nächster Vergleich. Ja, ja, hat er überholt. Odermatt mit der besten zweiten Zwischenzeit. Jockeysprung. Fliegen. Im nächsten Abschnitt, da können wir noch mal etwas rausholen. Nächste Kurve, die ist wichtig. Boah, eng. Ja, ja, schön gezogen. Ja, ja, er ist da. Hier sieht es hier aus. Ja, 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 Odermatt, super unterwegs.
schwarzes Loch. Kein Problem. Nein, ist voll können die Position durchziehen. Und jetzt da, das ist auch die Kurve für ihn. Komm. Drauf. Ja. Gut, gut. Sehr schön gezogen. 40. Und das sind weitere Kurven, die sind so technisch. Die sind für Odermatt geradezu gemacht. Ja, ja, das ist jetzt. Hier nochmal Richtung Zielhang. Gut Speed, ja, das nehmen wir gerade auch noch. Jawohl. Hier jetzt hoch aufziehen. Gewaltig! Ja, da hat er eine gute Höhe und jetzt oben runter. Yes, voll auf Zug. Ein Wahnsinn! Das ist es! Da kommt nochmal rauf, komm! Ja, ja, das Tempo ist schon gut und der Vorsprung war riesig. Ja, ja. Odermatt! Sensationell! Das ist was! Gute Linie, das passt! Yes! Über eine Sekunde! Sekunde! 0,9! Streckenrekord! Wow. Noch nie ist irgendwer so schnell über diese Piste runtergedommen. Das war riesig! Der war grandios. Geladen. Ich glaube, ja, das war auf den ersten 2 Metern schon zu sehen. Ja, das ist, was im Super-G nicht gegangen ist heute. Schau mal, alles in perfekt, die Hände hinter den Unterschenkeln. Ja, da hat er vom Meister gelernt. Ja, vom Meister Voits. Der wird zu Hause mitgefiebert haben. Wie viele Tipps hat Voits Odermatt mit auf seinen Weg gegeben in den letzten Jahren? Letzte und Jahr jetzt? Sind wir besichtigt, da die zwei am Finale. Und jetzt da sensationell umgesetzt. Bei der Vorsprung. In einem Rennen, das sich zuvor entwickelt hat. Er bezwingt Vincent Kriechmeier um 1,16. Hat jetzt eigentlich das Rennen unterbrochen, oder? Dass ihm gelungen ist, was er sich vorgenommen hat. Und er hat sich viel vorgenommen. Ja, und sind ja auch schon ein paar gute Tunen gewesen. Und kommt über eine Sekunde ins Ziel, dann habe ich das Gefühl, und es ist ihm aufgegangen. Und ich glaube, es war auch so die Erlösung. Jawohl, die WM ist. Ja, jetzt habe ich mal vorgelegt, mal zünftig. Im Super-G war er ja Vierter, oder Matt? Geschlagen zum Beispiel von ihm, vom Super-G-Weltmeister James Crawford. Der hat auch gute Abfahrtstrainings hingelegt. Naja, und gerade auch nach dem Super-G zu seiner Form gefunden. Aber da deutlich tiefer jetzt gefahren, als dass der Odi gefahren ist. Aber er weiß schon auch, wie das Zeug scheppern lässt. Naja, da fehlt nicht viel. Weder bezüglich Tempo noch bezüglich Zeit. Aber Odermatt hat nirgends irgendeinen sichtbaren Fehler drin gehabt. In jedem einzelnen Abschnitt war er schnell. Also Crawford kann sich überhaupt nichts erlauben im Vergleich zu seinem Jahrgänger. Wow, halbe Sekunde jetzt. Ja, ah, der Abschnitt ist extrem, was Odi dort, wie der das gezogen hat. Er hat das Tempo optimal genutzt von oben. Kurzer Drift im Ansatz, nachher geht er auch gut drauf. Kommt aber auch ein bisschen tiefer raus. Muss darum auch da länger draufstehen, wo Odi schon hätte wieder den Ski laufen lassen. Deshalb dürfte der Rückstand eher am Max. Hat er im letzten Sektor nicht mehr so viel verloren. Wie sieht es denn bei der nächsten Zwischenzeit aus? Crawford, naja, so viel ist da nicht dazu gekommen. Oh, da riskiert viel. Einfahrt, zum Glück können die Stabilität heben. Jetzt wieder aufs Fahrt, ein bisschen gedrückt. Die Lücke hinter Odermatt. Ja, die ist groß. Vorschieder, die ist sehr groß. Drin. Oh, da passt er rein. Aber nur knapp. Es bleibt extrem. Wir auch. 5 Saisonsiege. Er ist über die ganze Saison gesehen unangefochten die Nummer 1 in dieser Disziplin. Ist er es auch bei der WM-Abfahrt? Die Latte liegt von Odermatt gelegt, extrem. Weitersprung da oben deutet in der Regel auf ein hohes Tempo hin. Was sagt die erste Zwischenzeit? Sie sagt, Theo, der ist ein Schnellstarter. Das, ja, das zeigt sich auch heute. Ja, er ist das in der Abfahrt, wo der Odi im Super-G ist, oder? Mit diesen Dingen an den Start gegangen. So, da. Ja, nimmt alle ein Stück schnell unter. Was sagt tempomässig? Oh, der Vorsprung ist weg und ein bisschen was ist noch dazugekommen? Jockeysprung. Ja, schön gesprungen. Er hat natürlich auch gerne die Verhältnisse. Da zieht er auch eng durch. Wie Odermatt. Ja. Super. Na, er gut getroffen. Aber Odermatt war eine 10 Sekunden schneller in diesem Abschnitt. Thunois, schwarzes Loch. Voll angegriffen. Ja, der will natürlich Gold. Für ihn zählt eigentlich nur Gold heute.
so dominant wie er gefahren ist in diesem Jahr. Außenski, kurz verschlagen. Ja, kommt durch das ein bisschen tiefer runter. Ist natürlich da, ist ein bisschen schneller in der Zwischenzeit drin durch das. Muss nachher aber dann ein bisschen länger heben. Was heißt das jetzt für die nächste? Der letzte Abschnitt. Zuführungsstand. Eine halbe Sekunde. Ich glaube nicht, dass man das aufholen kann. Ja, das passt die Einfahrt. In einem Tor dran war. Geschwindigkeit ähnlich wie bei Odermatt. Kilde mit einer guten Fahrt. Mit einer sehr guten Fahrt. Aber an Odermatt gibt es kein Vorbei. Kein Vorbei. Odermatt schlägt auch Kilde. Ja, Kilde hat alle anderen deutlich hinter sich gelassen, muss man ja sagen. Aber nicht den heute überragenden Karl Godermann. Am Start hat er ihn noch gehabt. Nachher hat er seine Qualitäten nur noch spielen lassen. Oder noch einen guten Schluss gehabt hat auch der Kilde. Aber ja, ganz führend mag er heute nicht. Der fünffache Saisonsieger ist geschlagen. Odermatt in Führung, Kilde 2, Crawford auf Position 3. Hintermann ist jetzt Siebter und das ist ein Schrei, ein weiterer Schrei der Erlösung. Ich kann noch nicht von Medaillen reden, aber Lago Mio, was ist das für eine Frage, Marco Odermatt? Ich weiß es nicht, ey. Ich habe noch nie so Emotionen gehabt wie jetzt. Ich glaube, noch nie Tränen kommen in einem Interview. Aber ich war nicht so nervös, aber es ist einfach sehr gegangen. Es hat sehr geschoben oben. Ich merkte, der Chris hat an der Ski hat super gepasst. Und ja, das ist, glaube ich, so nervös wie die zwei Minuten da unten. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe zittert und immer noch. Und ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen, aber viel ist gemacht. Wir zittern mit Ihnen. Wir hoffen, später noch mal können zu reden. Aber Gratulation zu der Top-Leistung. Ja, das war wahrlich top. Und Chris Blödel, sein Servicemann, hat zweifellos perfektes Material aufbereitet. Aber wie Odermatt dann damit umgegangen ist auf diesem so extrem schweren Berg hier, das war ganz einfach magistral. Thomas Dresen hat sich sehr gut gezeigt in den Trainings hier. Ein deutscher Trainer hat mir heute bei der Besichtigung gesagt, du wirst sehen, Dresen hat einen Plan. Wenn der aufgeht, wird er ganz gefährlich. Wenn der nicht aufgeht, geht es komplett hinten raus. Bisher habe ich noch keine ganz abenteuerlichen Sachen gesehen. Nein, gut, er weiß natürlich auch innerlich, wie man Rennen gewinnt. Thomas Dresen natürlich ein, hat ein bisschen zu kämpfen halt damit, mit gesundheitlich, wenn man so will. Ich kann nicht mehr den ganzen Umfang immer fahren. Aber natürlich auch selber unglaubliche Qualität. 5 Weltcup-Abfahrten hat er gewonnen, inklusive Kitzbühel 2018, wo er Beat Feuz im letzten Moment noch von der Ranglistenspitze verdrängt. Und es ist eine gute Fahrt bisher, aber halt nicht ganz auf der Höhe von Odermatt und Kilde. Da haben wir immer guten Speed mit Richtung Zielhang. Das heißt auch bei ihm, das Material, alles, das läuft, es funktioniert. Das höchste Tempo. Ja, starker Auftritt von Thomas Dresen. Es ist der 6. Rang. Er verdichtet da dieses ohnehin schon große Gedränge. Erster WM-Start für ihn, weil er im Super-G nicht zum Einsatz kam. Jetzt in der Abfahrt also Premiere auf dieser Stufe. Im gleichen Monat geboren wie James Crawford, im gleichen Skiclub groß geworden wie James Crawford. Die beiden seit ewigen Zeiten miteinander unterwegs. Drängt er jetzt den Kollegen da. Schauri Hass hat super Zwischenzeiten oben, hat auch gute Trainings gezeigt. Da wurde es ein bisschen unruhig sein. Noch viel lang geworden in der Kurve. Ja, aber das ist schon gut. Hey, Kanadier geht Gas durchs Band. Auch gestern in den Trainings gesehen. Die sind heiß. Ganz anders als bei den Amerikanern. Ja, interessant eigentlich. Die haben wirklich da ein bisschen ein Team, das ein bisschen aufbaut. Das ist die drittbeste Zwischenzeit. Ja, das ist gut, obwohl er jetzt oben ein bisschen später dran war. Oh, da haben wir kurz noch mal lösen müssen. Die nächste Zwischenzeit ist noch mal wichtig. Jetzt ist das eigentlich mal ein bisschen spät dran gewesen. Tempo ist verloren gegangen. Wie sieht es hier aus? Es ist die vierte Zwischenposition jetzt. Achtung! Wer zieht nicht zurück? Er will es irgendwie laufen lassen. Jetzt noch mal ein bisschen tief kommen.
Ein gutes Tempo mit. Es ist der Kampf um Rang 3 zwischen zwei Kanadiern. Und wow, dritte! Tatsächlich! Cameron Alexander! Wow! Wurde letztes Jahr nicht für die Spiele von Peking nominiert und dann im ersten Rennen nach den Spielen in Quitfield gewann er das Rennen. Ja, und die Einfahrt da. Ja, der kennt ja gar nichts. Nein, der hat jetzt alles reingeworfen, obwohl er ein bisschen tiefer reingefahren ist. Deckel drauf und es laufen lassen. Ja, das ist gross, grossartig. In savoyardischen Fels gemeißelt, zumal Marco Schwarz jetzt unterwegs ist. Was hat der gestern für eine Trainingsfahrt absolviert? Erster und bisher einziger Weltcup-Einsatz in einer Abfahrt. Wengen, dort allerdings gleich auf Rang 6 gefahren. Ja, er hat ein unglaubliches Gefühl für die langen Ski. Na da, lässt immer einen Arm schön rein. Schnell umgelegt, so die Passage hat er gerne, oder? Und er kann über Wellen mitgehen. Gestern hat er ja eigentlich von da an auftreten. Ah, lass es laufen, bleibt gut auf dem Außenski drauf. Ein Aufdrehen wird wiederum nötig sein. Es ist die 12. Position bei der dritten Zwischenzeit. Ja, da unten und dann vor allem die Einfahrt in die Mauer der Mutigen. Das haben sich alle angeschaut gestern. Alle Konkurrenten. Ja, da voll auf Zug durchgezogen. Das hat passt. Ja, da voll auf Zug durchgezogen. Das hat passt. Und da der Ziel haben, oder? Den haben sie ja analysiert von ihm gestern. Oh, kurz etwas weit in die Kurve hineingelegen. Sechster Zwischenrang. Ja, frech hineingezogen. Naja, der Ski marschiert schon. Schwarz attackiert, ja. Zwischenrang 3 von nicht, was Cameron passiert. Alexander. Vierter Rang! 400stel wow. Hinter dem Podest. Wow. Schwarz mit einem riesen WM-Medaille gewinnen. Also Schwarz und die Abfahrt und die Zukunft, das wird ein Trio werden, das gut passt. Das ist so. Und sie werden dann auch, gerade auch vom ÖSV her, ein bisschen die Richtung nehmen. Marco Pfeiffer hat erst gesagt, er hat Slalomkugel haben. Informationen, nämlich von denen aus Richtung Marco Odermatt. Er hat sich am Start noch mal sehr zugeredet. Macht er ja immer. Alle und führen und geht da sehr in sich. Und hat ja auch ein bisschen zu seiner Passion gefunden, oder? Mit der schnellen Disziplin. Er ist ja so der Tempobolzer. Der Cousin von William Bess scheint ein bisschen in der Familie zu liegen. Im Val de Bagne. Ja, die schlägt gerne ein bisschen über die Stränge wahrscheinlich tun. Ja, die sind auch sehr risikobereit. Und auch Justin Murisier. Lass gut los, komm, bist dran. Ja. Ja gut, das ist die 10. Position da unten. Und das ist vielleicht eher noch ein bisschen weniger für ihn als dann jetzt diese technischen Kurven. Ein Riesenflug. Ja, da zieht er ihn schön auch. Ja. Schön auf der Kante drauf. Ja, das ist stark. Wow, wow, wow. Ja, geht das auf? Ja, ja passt. Jetzt lässt er noch schnell seine Riesenslalom-Qualitäten aufblitzen. Kurzen Schwung setzen. Und jetzt da komm. Frech. Ja, komm, das zieht. Jetzt da die Position suchen. Und ein Ziel haben, der muss ihm auch noch mal liegen. Technisch zwei schwierige Kurven. Sieben, schön. Zehntel, vierter Zwischenrang. Und jetzt aber noch. So wichtig. Ja, ja. Auf Zug, bleib kurz hängen, aber lass ihn laufen, komm. Tempo, Tempo. Ja, weit unten, weit unten. Schade. War viel weg. Mürisier mit einem starken Auftritt. Ja, komm, zieh ihn nochmal. Aber diese was eine das? Situation, wow. Es ist der zehnte Rang. Es ist der 10. Rang und ohne diesen einen Fehler im Zielhang, wer weiß, wer weiß. Ja, starker Auftritt von Murisier. Weitestgehend. Ja, die letzten drei Kurven. Ist dort kurz im Moment ein bisschen hängen geblieben.
Und durch das konnte er nicht den Ski umlegen und dann ist er sehr weit runtergekommen. Ja, schade, dann fällt das ganze Tempo hinführen Richtung Ziel. Bestergebnis in einer Weltcup-Abfahrt, der siebte Rang herausgefahren in diesem Winter in Bormio. Nochmal mit Alex Simone mit der 29, aber jetzt Maxence Musaton. Ja, gerade auch beim Schüssen, die schauen immer zusammen an mittlerweile, oder? Die haben sich so gefunden auf der Abfahrt für die Besichtigung und das ist immer ein regen Austausch. Wie fährst du wo, was meinst du wo? Das nutzen da gegenseitig den Erfahrungswert, natürlich auch mit den Trainern zusammen. Musaton, Draufgänger von Haus aus und wenn man schneller fahren kann als Odermatt, dann oben und das gelingt Maxence Musaton. Das war jetzt ein Ansatz hier oben. Machst du aus sich raus heute? Einbrennen, immer noch dran. Odermatt. Das wird aber spannend. Auch da, die Kompression, gut gezogen. Er hat sich auf der Linie, obwohl es jetzt bei der Ausfahrt ein bisschen gedruckt hat, aber ich meine, 600 ist das so, jetzt druckt es ihn aber. Aber trotzdem, ich meine, es ist auch hinter dem Modiplatz. Ja, ja. Jetzt muss die Spannung wieder bringen. Komm, jetzt muss die Spannung wieder führen. Er ist Dritter bei dieser Zwischenzeit. Runter in die Mauer der Mutigen. Ja, die trifft er. Oi. Jetzt wird es nochmal spannend unten. Tempo nicht so hoch, aber ja, das Publikum aber hat er auf seiner Seite. Riesenauftritt, es ist Sechster. Es ist der sechste Rang. Musaton verliert auf den letzten beiden Sektoren sogar eine mögliche Medaille. Noch nie auf einem Abfahrtspodest gestanden, es wäre ja ein Ding gewesen. Super Auftritt von Musaton über weite Strecken. Ja, damit er sich ärgert, wenn er die Analyse noch anschaut. Wie schnell er dort noch drin war. Und die Fahrt von Musaton zeigt auch, wie viel auf dieser Piste noch möglich ist. Die ist pickelhart, perfekt präpariert. Sicher hat es die eine oder andere Rille irgendwo am einen oder anderen Kurvenansatz, aber es ist vieles noch möglich. Das sind gute Nachrichten für einen Brody Sieger zum Beispiel, den zweitschnellsten des gestrigen Trainings, für einen Andreas Sander, auch für einen Alexi Monne, vielleicht auch für den letzten. Nils Hintermann, müssen wir nicht diskutieren, Sie haben das Potenzial zum Medaille holen und das geht da. Jetzt gibt es keine. Was sind Ihre Gedanken im Moment? Ja, mich regt es eigentlich mehr auf, wenn ich eingefahren bin. Bin ich viermal nicht oben runter, kann ich mir noch nicht erklären, was es braucht, um schnell zu sein bis zur ersten Zwischenzeit. Ich habe eigentlich keinen grossen Fehler gemacht, es war eine engagierte Fahrt. Einfach viele Kinderkranken da drin gehabt, viele kleine Sachen, die nicht gepasst haben. Und durch das sind wirklich Skifahrer gekommen. Und viele kleine Sachen geben dann eben auch den grossen Rückstand. Sie Kinderkranken sagen, was meinen Sie da konkret? Ja, das Timing, das nicht passt, immer zu früh. Schlechte Position, also zu hoch habe ich gestanden, nicht sauber gesprungen, Ski nicht sauber geführt, so ein bisschen so Sachen. Ist so etwas am Schluss müssen feststellen, wie das Bitterste, wenn man selber sich nicht erklären, warum das auch nach drei Trainings immer wieder passiert? Ja, nein, das nicht, das weiß ich, das kann ich ändern, das ist, das gibt es einfach, das, was mal nicht aufgeht, mir geht es mehr darum, dass ich oben einfach nicht schnell bin und ich weiß wirklich oben nicht wieso und das ist ein bisschen ärgerlich. Persönlich Frust, klar. Hilft es in irgendeiner Art, wenn der Teamkollege so eine gute Leistung gezeigt hat wie Marc Odermatt? Klar, es freut mich mega für ihn. Mir in dem Moment nicht böse und nicht falsch verstehen, bitte. Es ist wirklich nicht böse gemeint gegen Tod. Ich mag es ihm wirklich gönnen, fährt eine Megasaison. Aber mir selber bringt es eigentlich nichts. Gibt es so einen schönen Spruch. From winning you learn nothing, from losing you learn everything. Ja, aufstehen, analysieren, weiterkämpfen, nächstes Rennen wieder neu angehen. Dann wünschen wir in dem Fall einen guten Lerneffekt. Merci vielmals. Es muss ein bitterer Moment sein und trotzdem gratuliere ich zu einer richtig starken Leistung. Ich bin beeindruckt. Was geht in Ihnen vor gerade? Ja, danke. Ist natürlich bitter, bei der Weltmeisterschaft Vierter zu werden. Gut, das ist meine zweite Abfahrt auf Weltklasse-Niveau. Ja, ich habe alles probiert, attackiert. Die 400. Die finde ich aber schon irgendwo. Aber ja, es tut heute schon ein bisschen weh. Ja, die findet man ja fast überall, oder? 400. Das ist irgendwo ein Meter, der am Schluss das Podest fehlt.
Und trotzdem haben Sie die Spezialisten das Fürchten gelehrt. Was bedeutet Ihnen dieser Umstand? Ja, das ist schon sehr cool, also dass die harte Arbeit Früchte getragen hat, dass sich die Vorbereitung ausgezahlt hat, wo ich einige Abfahrtskilometer mitgemacht habe. Es macht mir irrsinnig viel Spaß und das werde ich sicher weiterverfolgen. Und den Ritterschlag gab es ja eigentlich gestern nach dem Abschlusstraining. Da haben alle ihren Ziel angestudiert. Genau, das hätte ich mir vielleicht für heute noch ein bisschen aufheben sollen. Aber natürlich, die Profis, die Schnellsten, die wissen genau, was sie machen. Die haben im Training ein bisschen Reserve gelassen. Die haben ein paar mehr Erfahrung als ich. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann ich schon zufrieden sein mit der Abfahrtsleistung, obwohl es heute auch ein bisschen schmerzt. Ist das jetzt definitiv die Zukunft? Marco Schwarz auf dem ganz langen Latten? Es macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein Projekt über mehrere Jahre. Heuer habe ich den Anfang gemacht mit der Sommervorbereitung. Und ja, werde sicher so weitermachen. Manometer, wenn das der Anfang war, wo soll das noch hinführen? Naja, natürlich braucht man Erfahrungswerte auf allen Strecken. Ich bin jetzt noch nicht überall am Start gewesen, deswegen muss man sich da herantasten. Da aber habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt, bei den Super-Gs auch. Von dem her war das ein cooles Event. Lassen Sie mich noch kurz nachfragen, wenn wir die Zeit haben. Ist dann der Plan für nächstes Jahr wirklich auch die Klassiker, Pomio, Gröten, Kitzbühel zum Beispiel? Kitzbühel hätte mich heuer schon sehr interessiert, aber da war das andere Programm einfach zu dicht. Wir müssen uns sicher einen guten Plan machen, wie es in Zukunft weitergeht. Es macht mir sehr viel Spaß, als Abfahrtfahren. Habe einen guten Speed, glaube ich. Von dem her ja, würde ich da schon gerne weiterarbeiten. Macht auch Spaß zuzuschauen. Echt stark. Dankeschön. Danke. Ja, er fährt halt eben auch sehr gut Slalom. Da hat er ja schon 12 Podestplätze herausgefahren in seiner Karriere. Und das Auslasten von Kitzbühel hat dann unter anderem dazu geführt, dass er dafür im Riesenslalom in Schladming bereit war und dort Dritter geworden ist. Fantastischer Techniker sowieso, Marco Schwarz. Silber in der Kombination, Sechster im Super-G, Vierter in der Abfahrt. Großer Auftritt an dieser WM. Obwohl, wenn ich noch schnell etwas sagen, ist auch ein bisschen tragisch Figur. Er ist in der Kombislalom, vier Tore vor dem Ziel. Stimmt. Macht er einen grossen Fehler im Super-G auf dem Weg auf Rang 3. Ja, das tue ich. 20 Meter vor dem Ziel hat er einen riesen Verschneider, ja. Und heute fehlt ihm 400stel. Und er zeigt sich grossartig, aber wäre noch viel mehr drin gewesen. Also, Marco Schwarz stark und doch ein bisschen die tragische Figur. Wir haben Justin Müller. Abfahrtsweltmeister 2023. Wir haben bis jetzt erst kurz können reden, da hätte ich es gar nicht können fassen. Was geht jetzt hinten drin an? Ja, jetzt kommt es, glaube ich, definitiv immer ein bisschen näher. Ja, Schleierwort kann ich, glaube ich, immer noch nicht, aber es ist unglaublich, dass das so funktioniert hat. Sind ja doch schon trotz dem jungen Alter einiges erlebt, einiges erreicht auch. Was hat es mit Ihnen gemacht, die lange Zeit auf dem Leadersitz? Ja, ich habe es, glaube ich, im ersten Interview schon gesagt, dass so etwas wie heute habe ich noch nie erlebt, noch nie gespürt. Das ist, glaube ich, mindestens die gleiche Erleichterung gewesen, wie jetzt Peking über die Ziellinie im Riesen, gerade nach dem Ziel schon. Und nachher, ja, das zittrige Warten, wo der Alex gefahren ist, das habe ich definitiv noch nie erlebt und hat die Emotionen irgendwie auch nicht. Darum, einfach einen Tag zum Geniessen. Ist das, Entschuldigung, total, aber nicht einfach hure geil, wenn man dort das kann erleben? Ja, unglaublich. Es ist hure geil. Ich glaube, das... Ja, erlebt man vielleicht nie mehr. Man muss die Tage einfach so nehmen, wie es kommt und genießen. Und ich glaube, die Emotionen, die kann man nur im Sport erleben. Und darum ein riesen Dankeschön am ganzen Team, an ein Stückchen, die die letzten Tage so hergeschafft sind. Noch kurz einen vorgestern von hier auf dem Alters gefahren, zum Skiwechsel etwas blicken. Und das zeigt einfach, dass wir alle Gas geben und dass jeder... Ja, so viel an dem Erfolg beiträgt. Es braucht eben wahnsinnig viel, wo muss zusammenkommen, dass das noch möglich ist. Aus Ihrer Sicht, Athleten sich die Fahrt beurteilen, so ein bisschen kurz und knapp. Ist das Perfektion gewesen? Ja, gesehen habe ich sie noch nicht, aber es hat sich ziemlich schnell angefühlt und es ist dann auch ziemlich schnell gewesen. Von dem her, glaube ich schon für mich die perfekte Fahrt, ja. Ich meine, man ist hochkonzentriert, völlig klar, aber hat man gleich irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von einem Grinsen im Gesicht, wenn man spürt, es geht vorwärts und es passt alles? Nein, aber schon gerade oben auf dieser kurzen Fläche habe ich gemerkt, dass oben ist jetzt gut gewesen, dass ich das Gespür wieder hatte, dass es vorwärts geht. Das habe ich jetzt eben hier sonst ein paar Mal noch nicht so gehabt. Und auch wenn man so die letzten Meter vor der Ziellinie merkt man schon,
Ja, das war eigentlich schon eine gute Fahrt und die mit der Bestätigung auf der Zeittafel, das ist perfekt. Grosses Kino, herzliche Gratulation. Danke, danke. Wow, ja, er hat uns mitgenommen in die höhere Liga der emotionalen Empfindungen. Der Mann, der schon zu Saisonbeginn Dritter geworden ist, in Lake Louise, auch da fehlt er nicht viel, eine Zehntelsekunde auf Kilde. Dann Beaver Creek, Zweiter sogar, 600. dran an Kilde, wieder Zweiter in Gröten, Zweiter auch in Wengen, da war der Abstand zum Saisondominator ein bisschen größer, aber heute, da bleibt der Konkurrenz, wie hier im Falle von Florian Schieder, wahrlich nur das Ziehen des Hutes. War das der Moment, als Kilde im Ziel war? Ich glaube, da weiß er natürlich den ganz großen, den allergrößten Konkurrenten in diesem Rennen. Den habe ich hinter mir gelassen.